Vor allem, ich finde es blöd, dass jetzt alle zurückgeholt sind ohne richtiges Konzept zu haben. Wir sitzen in der Schule und am Anfang vergeht immer die Zeit drauf mit den Testen. Unsere Aula ist komplett zu einem Schüler-Testzentrum umgebaut worden. Highscore-Jagd in der Unterwasserhöhle. Das ist so ein Bullshit. Aber gut, unsere Regierung ist halt solche Witzfiguren. Und ich befürchte, wenn jetzt halt so mehrere zurückkommen, ich will es mir auch nicht einfangen, weil ich in drei Wochen meine zweite Impfung habe. Das wäre halt richtig mies. Dein Spiel schon wieder. Schon wieder 10.000 Punkte. Da könnte ich echt noch drüber. Ich glaube, ich mache dazu irgendwann nochmal einen Podcast. Und werde dazu ein bisschen ragen. Ach so. Mit Münzen. Na, das müsste aber eher gehen. Auch wenn ich jetzt gerade schon eine geskippt habe. Ja, ich mache, glaube ich, nochmal irgendwann einen Solo-Podcast. Über diese Corona-Situation. Ich habe mir das eigentlich schon überlegt. Das eventuell sogar schon zu machen, wenn dieses Schuljahr rum ist und dann so rückblicken auf ein Jahr, auf ein weiteres Schuljahr mit Corona. Kriege ich auch Punkte, wenn ich die Viecher ausschalte? Ja, sehr geil. Das müsste ich aber alle erwischen. Na gut, Fokus sollte in den Münzen bleiben. Stichwort Podcast. Ah, Scheiße. Morgen geht auf Anchor, Spotify und Co. die zweite Folge von Kirby Talks online. Und dann natürlich wieder zeitversetzt einen Tag später auch auf YouTube. Scheiße! Okay. Kriegen wir hin. Noch bin ich in the game. Ach Mist, diese Stelle ist doch genauso bescheuert. Hallo. Das hier kostet jetzt wieder Zeit, ne? Scheiße. Panzer, komm her. Ja, der Wanderaffe ist schon ein Hüsel der Üsel. Wie Starscream sagen würde. Aber ich glaube, diese Aufgabe könnte machbar sein. Na, ich habe jetzt... Ja, genau, hier kommen nämlich gleich ganz viele Coins. Jawohl, ja. Gut, eine verpeilt, aber... Hey, die Sternteile bringen ja auch. Habe ich ja voll vergessen. Muss halt auf die Buhus zielen. Na, wenn die Störung mal mitmachen würde. Mist, ich skippe so viele. Komm schon. Komm schon, das müsste doch machbar sein. Ja, eine Coin und dann haben wir's. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt vorbei, wenn ich am Ziel ankomme? Oder zählt einfach nur meine Highscore-Punktzahl? Ah ja, es zählt nur meine Highscore-Punktzahl. Puh. So, jetzt habe ich gegen die Zeit E-Mails von Zoom-Konferenz-Links, aber ich warte eigentlich darauf, dass mein Paket versendet wird. Welches Paket? Weißt du, was interessant ist? Auch nochmal kurz, hat aber was indirekt mit dem, was ich auch beim Podcast auch gesagt habe, beim ersten Kirby Talk. Achso, das Buch, was du dir bestellt hast. Wenn es mit Hermes geliefert wird, ganz auch vergessen. Über die kotze ich mich auch noch in irgendeiner späteren Podcast-Folge mal aus. Das ist eine Katastrophe, dieser Sauladen. Saftlander, Sauverein. Hier ein Brief für den Babyloomer. Mhm, das, und dass die Sternteile schenkt, das kennen wir doch schon. Gut.
Hier wären wir erstmal durch. Jetzt gehen wir mal in die S-Welt. Hallo? Nein? Hallo? Ein paar Minuten haben wir ja noch. Schauen wir mal, wie viele Aufgaben wir schaffen noch. Oh! Oh! Die erste Galaxie kenne ich. Die ist geil. Die ist zwar auch schwer. Anscheinend gibt es hier noch weitere Versteck. Aber die ist geil. Sowieso, die S-Welten sind eigentlich immer voll krass in solchen Mario-Spielen. Auch wenn ich es damals nie geschafft habe, in dem New Super Mario Brothers Together Wii-Projekt dahin zu kommen, weil wir zu schlecht waren. Klitzekleines Klempner-Problem. Diese Alliterationen hier. Was ich sagen wollte... Die Schüler kommen zurück, die Studenten bleiben alle noch im Homeoffice. Das dacht hier auf. Ach ja, ich muss alles umklappen, ne? Die Musik ist auch fetzig. Ach Mist, was habe ich gemacht? Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Was habe ich denn... Guck mal hier, was mache ich denn eigentlich die ganze Zeit? Okay, okay, kein Problem, weiterlaufen. Weiterlaufen, Mario. Sei mal nicht so ein pesky Plumper und lauf weiter. Naja, wie gesagt, das finde ich super interessant, dass die Schüler zurück müssen und die Studenten nicht zurück dürfen. Denn... Ma! Denn ich bin ja jetzt mittlerweile neben der Arbeit wieder eingeschrieben, habe ich ja in der ersten Podcast-Folge erzählt. Um mein Geschichtsstudium abzuschließen. Und ja, das ist jetzt das zweite Semester in Folge, in dem ich auch noch keinen Fuß in die Uni gesetzt habe. Und heute habe ich aber alle Scheine bekommen, digital zugestellt. Ach Mist. Ja, ist ja gut, du Kasperle, ne? Wir wissen, dass du ein hübsches Lasermaul hast. Ach, was bin ich denn blöde gerade im Kopf? So, das hätten wir. Was? Ich bin froh, dass du bist froh, dass der Tatort einstellt. Naja, ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, seit Jahren, mindestens 4, 5 Jahre, wenn nicht sogar mehr, keine Tatort-Folge mehr gesehen. Weil für mich gab es halt nur einen Tatort-Kommissar, der top war. Und das war Götz-George. Und ob ich jetzt wegen so einer Pfeife wie dem Liefers da überhaupt noch einschalten werde, weiß ich nicht. Was? Du findest cool, wie ich Kasperle ausspreche? Ja, das ist so ein hessischer Einschlag. Wobei ich sagen muss, da ich jetzt vor Corona-Zeiten eigentlich so oft im Jahr auch immer in Bayern bin, ist das auch schon so ein bisschen der Einfluss von denen. What, mate? Schon gleich ein Schabernack-Komet. Vielleicht machen wir den noch als letztes für heute. Dann will ich mal kurz schauen, was danach kommt. Ich hab... Oh nein. Oh nein. Die Aufgabe, die da kommt. Das ist schlimmer als hier. Rainbow Road.
Von wo aus Hessen kommst du genau? Also, ich bin gebürtiger Frankfurter. Lebe im auch nicht weit von Frankfurt entfernt, Landkreis Offenbach nennt sich das Spielchen. Aber lila Münzen, Luigi Mosaik. Oh, 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 das war gleich auf Zeit, ne? Aber ich kann nicht ausschließen, ich schließe derzeit nicht aus, ob ich nicht doch irgendwann umziehen werde in ein anderes Bundesland. Oh, are you for real? Die MS-Köpper sind auch noch hier. Ne, extra für den Vincent. Die Kasperle. Das ist auf Zeit. Das ist in diesem scheiß beengten Raum. Ich bin tot. Das sind diese Münzen. Und dann noch diese Shadow Marios. Schattenkasperle. Guck mal, ich hab's jetzt schon eigentlich verbockt. Wegen dem Mist. Ey, nee. Das schlimmste Level im ganzen Spiel. Nee, ich finde eigentlich, dass die Final Galaxy mit dem Risiko-Stern, also ganz ehrlich, das toppt doch alles, oder? Ich glaube, ich habe Mist gebaut. So, wer ist einer von euch, kommt auch aus dem Landkreis Offenbach. Woher denn genau? Ich habe gerade nicht gesehen, ich glaube, der Crowbro hat es geschrieben, aber ich kann gerade nicht auf den Chat achten, weil mir gehen gerade die alle hier auf die Nüsse. Und es sind nicht, wie Chefkoch sagen würde, Chocolate Balls. Scheiße, scheiße, gell? Ich mache immer denselben Fehler. Langen, ah ja. Sehr cool. Langen kenne ich auch. Wobei ich gar nicht mehr so viel Bezug zu Langen habe, wie beispielsweise zum Rottgau oder Dreieich oder Obertshausen, wo ich nämlich wohne. Du Mist, geburtiges Mistviech! Der größte Kasperle von allen! So, da haben wir es nochmal gehabt. Aber EC Hischel fährt immer drauf ab, wenn ich sage MS Cop. Theoretisch. Ah! Aha! 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 You're my bitch now! Können wir die Kamera ein bisschen mitdrehen? Warum? Warum? Nein, 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 nein. Huhu. Aber die Frage ist. Das war klar, dass das passiert. Okay, ich glaube, allmählich stimme ich Willkarte zu. Dass das auch ein Scheißendreck-Level ist. Ich versuche mal eine andere Route einzuschlagen. Nee, 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 nee. Jo, passt auf, wir machen Folgendes. Ich versuche jetzt trotzdem noch ein, zweimal diese Aufgabe. Sonst hebe ich mir die auf, weil ich will heute mal was machen, was ich noch nie gemacht habe, damit ich es nicht vergesse. Den Onkel Mori wollen wir mal raiden, heul. Deswegen bleibt noch gerade ein, zwei Minütchen. Ja, er ergötzt sich ja beim Leid mit dem Nee, Nee, Nee. Oder wie der Holländer, der Opa, beim Bungee Jumping schon sagte, während er sich einschiss. Oh nee, alles ist voll, alles voll, oh nee. Und das Beste ist, unten steht seine Familie und dann sagt noch sein Schwiegersohn, das hat er ganz gut gemacht. Und seine Tochter sagt, das wird er nicht vergessen. Obwohl alles mit Kamera festgehalten ist, wie der sich einscheißt.
Das wäre jetzt wieder ein gefundenes Fressen für Rick, wenn der hier wäre, weil dann würde er das wieder abspielen, weil ich ihn auf den Trichter gebracht habe. So, gehen wir da mal diese Route. Okay. Alright. Nein, was habe ich getan? Was habe ich getan? Okay. Zu schade, dass die Shadow Marios nicht runterfallen können, ne? Warum liegen die denn diagonal? Das kriegt doch mein verkapptes Ü30er-Gehirn nicht mehr auf die Reihe. Oh, das war aber... Nein! Nein! Hört ihr mal auf! Adrenalin geht gerade wieder hier. Oh, Mamacita! Inwiefern hört sich das Mikrofon komisch an? Ich bin noch ein bisschen ausprobieren mit den neuen Einstellungen, aber eigentlich habe ich das Setup so. Was habe ich getan? Den Sprung schaffe ich doch nicht. Fuck me hard. Warte mal. So könnte ich es hinkriegen. Longjump-Skills kommen jetzt zum Einsatz, die nicht vorhanden sind. Da sagt er noch... Da ist ein seltsamer Hall. Ich hab keinen Hall. Weh, du stirbst jetzt, Chef. Es ist blechern. Der Hell, was ist mit euch los? Was hört ihr denn da für komische Sachen? Alter, Scheiße. Alter. Okay, das war auf jeden Fall ein würdiger Abschluss.